Fotografen. Nee, die sollen sich übrigens sagen, so viel geschwommen. Ich hätte gerne, dass wir immer Mineralwasser kriegen, ja? Wo ist denn der Schuss da? Komplett. Wir sind doch nur zu viert. Können Sie uns mal ein bisschen Mineralwasser hier organisieren, bitte? Erstmal nur vier, manchmal reden erstmal nur vier, der Rest ist nur zu fragen. Also, das ist meine Wenigkeit, du, dann Horst, also Schuster und dann Horst. Ja, genau. Ja, und die alle anderen nachfragen. Nachfragen, sicher. Ja, ja. Die stehen für Fragen zu. Ja, vier. Also, und eins, zwei, Schuster, sehr zum Glück. Was wäre denn eigentlich? Eins, zwei, drei, vier. Ja, genau. Wir kriegen den Rest bewahren. Ja, ja. Wasser. Das ist der Schuster. Herr Stern, würden Sie, ja. Gehen Sie doch. Als Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, er und der Bundesinnenminister, Herr Seehofer, der Ministerpräsident Herr Hagenrath und der Landesinnenminister Herr Steinknecht werden vortragen. Und Herr Biberotzki, der Vorstandsvorsitzende oder so, der jüdischen Gemeinde in Halle, und das Backup, das polizeiliche steht für Fragen zur Verfügung dann noch. So, und beginnen wird jetzt der Ministerpräsident. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir hatten heute den Bundespräsidenten hier in Halle und in Sachsen-Anhalt zu Gast und jetzt den Bundesinnenminister. Wir haben gestern einen furchtbaren Tag gehabt und ich kann Ihnen sagen, das gesamte Land und auch die Stadt Halle, der Oberbürgermeister ist ja auch hier anwesend, leiden unter dem, was wir gestern erlebt haben. Und wir sind immer noch tief betroffen und voller Schmerzen, was den Verlust zweier Menschenleben anbelangt. Ich werde auch nachher zwei Verletzte im Krankenhaus besuchen. Und all das, was sich in der jüdischen Gemeinde, in der Synagoge dort ereignet hat, das ist auch für uns in der
Rekapitulation des bisher Vorliegenden so furchtbar, dass Sie davon ausgehen können, dass wir noch sehr, sehr lange auch mental damit versuchen müssen, umzugehen, aber eben auch ganz klar entsprechende Maßnahmen besprochen haben und auch einleiten werden, die sich aus den Ereignissen ergeben. Dazu wird gleich der Innenminister noch die bisher vorliegenden Erkenntnisse fachlich vortragen im Rahmen seiner Zuständigkeit. Ich möchte nur eine politische Grundsatzbewertung für das Land noch mal vornehmen. Das Land Sachsen-Anhalt ist ein Land, was weltoffen ist und was von Pluralität und Respekt vor der Menschenwürde und auch vor allen Dingen der Religionsfreiheit getragen ist. Religionsfreiheit als hohes Gut. Und dazu gehört auch, dass sich diejenigen, die sich als Bürgerinnen und Bürger, auch zum Beispiel in der jüdischen Gemeinde hier in Halle, aber auch sonst in Sachsen-Anhalt, entsprechend auch organisiert haben, sicher sein müssen, dass sie ihren Glauben und ihre Religion ausüben können und dass sie auch sozusagen als Bestandteil unserer Gesellschaft, als Mitbürgerinnen und Mitbürger auch davon ausgehen können, dass alle Sicherheitsmaßnahmen, die möglich sind, ergriffen werden, damit auch das auch für die Zukunft dargestellt werden kann. Und wir haben gestern Abend noch und in der Nacht noch mit dem Leiter der jüdischen Gemeinde hier lange darüber geredet, was die Konsequenz aus den furchtbaren Geschehnissen gestern ist. Und ich möchte das wie folgt zusammenfassen. Erstens, diese Gesellschaft lässt sich nicht auseinanderbringen. Wir werden zusammenhalten. Wir werden das auch heute zeigen um 17 Uhr mit der Stadt gemeinsam und vielen gesellschaftlichen Kräften auf dem Marktplatz. Auch morgen bei der Präsenz und beim Mitfeiern des Gottesdienstes anlässlich des Sabbats in der jüdischen Gemeinde hier. Wir werden am Montag um 18 Uhr ebenfalls einen ökumenischen Gottesdienst in der Marktkirche abhalten. Und all das, was sozusagen sicherheitstechnisch zu machen ist, wird auch der Innenminister noch ausführen. Ich bin dankbar, dass sowohl der Bundespräsident als auch der Bundesinnenminister Horst Seehofer diese Sache mit unterstützen und auch durch das Anwesensein auch dokumentieren, dass wir hier als Deutschland insgesamt in der Verantwortung stehen, dass wir hier nicht nur mit einem singulären Ereignis gestern zu tun haben, sondern dass wir, und dafür steht auch Herr Schuster hier mit ganz klar in der Reihe derjenigen, die auch noch das Wort nehmen werden, dass wir für alle jüdischen Bürgerinnen und Bürger und Gemeinden in Deutschland dafür sorgen müssen, dass bestimmte Sachen ausgeschlossen werden, nicht stattfinden, beziehungsweise auch alle Maßnahmen, die dafür erforderlich sind, auch ergriffen werden. Und dazu haben wir auch eine ganze Reihe von Fachgesprächen gerade auch geführt, auch mit den Betroffenen. Für mich ist Folgendes ganz, ganz wichtig. Die Mitglieder der Gemeinde und der Gemeinden in Sachsen-Anhalt, wir werden das morgen auch mit entsprechenden Lichterketten entlang der Umkreisungen der entsprechenden Synagogen in Sachsen-Anhalt dokumentieren als Bürgerinnen und Bürger. Diese müssen sich so sicher fühlen, dass sie nicht davon abgehalten werden, durch die Ereignisse von gestern ihren Gottesdienst zu feiern und ihren liturgischen Verpflichtungen nachzukommen. Das ist so ein hohes Gut, dass wir auch damit zeigen wollen, jüdisches Leben ist nicht nur erwünscht. Wir wissen, welche schlimmen Einschnitte wir durch den Holocaust hatten, welche geschichtliche Verantwortung wir haben in Deutschland und auch in Sachsen-Anhalt, welche blühenden Gemeinden wir früher hatten und dass wir jetzt wieder kleine Gemeinden, die wachsen können, auch wieder in Sachsen-Anhalt haben und wir auch in den nächsten Jahren zwei neue Synagogen bauen wollen, nämlich in Dessau und in Magdeburg. Mit all den Dingen, die wir sicherheitstechnisch dafür zur Verfügung stellen müssen. Darüber haben wir heute auch gesprochen. Und letzte Bemerkung auch dazu. Ich habe heute auch den Antrag an die Ministerpräsidentenkonferenz, die in 14 Tagen in Bayern stattfinden wird, gestellt, dass wir dieses Thema einheitliche Standards, einheitliche Verfahrensweisen, einheitliche Sicherheitsmaßnahmen auch mit den anderen Ministerpräsidenten für Deutschland insgesamt auch diskutieren wollen und dass wir dazu auch einen entsprechenden Einstieg thematisch bis in die rechtliche Prüfung hinein vornehmen müssen, dass wir an die Dinge rankommen, die unabhängig davon, ob hier ein Einzeltäter unterwegs war oder nicht, dass wir sicherstellen, dass wir den Sumpf, der sich hier ergibt im Sinne von Rechtsradikalismus
und 12.000 bekannten gewaltbereiten Rechtsradikalen in Deutschland so begegnen können, dass wir als Demokraten sicherstellen können, dass diese nicht unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Würde des einzelnen Menschen, der einzelnen Person in Frage stellen. Das können wir nicht zulassen. Da müssen wir handeln. Da müssen wir auch unseren Rechtsrahmen weiterentwickeln. Wir müssen ihn sicherlich der Existenz ausschöpfen. Aber wir wissen, dass wir auch noch Lücken schließen müssen. Und das ist, denke ich mal, auch eine Sache, die wir mit dem Bund gemeinsam machen sollten und auch werden, weil wir ansonsten nicht weiterkommen. Damit spreche ich auch die Themenfelder an. Was ereignet sich im dunklen Netz, im Darknet? Wie ist es möglich, dass man sich dort Komponenten beschaffen kann, um selber Waffen zusammenzubauen und mit diesen Waffen Menschenleben tötet und letztendlich auslöscht? Das sind alles Dinge für uns, die nicht hinnehmbar sind und wo wir auch so lange nicht ruhen werden, bis wir hier auch weiterkommen und auch den Bürgerinnen und Bürgern, die sich jetzt auch gerade betroffen fühlen müssen nach den dramatischen Ereignissen gestern auch in der Synagoge, dass diese Menschen entsprechend auch zukünftig das Vertrauen in unseren Rechtsstaat auch in Deutschland insgesamt hinein nicht verlieren oder in Frage stellen, sondern dass sie mit uns gemeinsam glücklich hier leben. Und ich habe heute auch mit jungen Menschen, die hier studieren in Halle und auch zur Gemeinde gehören, gesprochen, die sich bisher auch mal sehr, sehr wohl gefühlt haben. Und dieses Gefühl wollen wir auch weiterhin aufrechterhalten. Und da lassen wir uns von den dramatischen Ereignissen von gestern nicht aus dem Tritt bringen, sondern werden dafür kämpfen, dass das auch weiterhin zukünftig der Fall sein wird. Meine Damen und Herren, in kurzer Ergänzung zu dem, was der Herr Ministerpräsident gesagt hat, das, was gestern passiert ist, macht traurig, betroffen und wütend. Und wir erleben hier in unserem Bundesland seit 2016 im Parlament politische Auseinandersetzungen, die im Duktus und Diktion an längst vergessene Zeiten erinnern lassen. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass NS-Sprachgebrauch wieder Einzug im Parlament erhält. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es wieder Mord und Totschlag gegenüber Andersdenkenden gibt, Andersglaubenden gibt und gegenüber Repräsentanten unseres Staates. Und diejenigen, die sich dieser Sprache bedienen, sind nicht im juristischen Sinne der Beihilfe schuldig, aber sie sind die Wegbereiter dessen, was passiert. Sie sind die geistigen Brandstifter in unserer Bundesrepublik. Und aufgrund der historischen Verantwortung, die wir in Deutschland haben, als Alleinstellungsmerkmal, gilt es gesellschaftlich so zusammenzurücken, dass diese geistigen Brandstifter keinen weiteren Nährboden in Deutschland finden und dass solche Taten sich nicht wiederholen und dass wir alles tun, um mit der Härte des Staates dem zu begegnen. Zum Tatablauf. Gestern um 12.03 Uhr ging in der Rettungsleitstelle ein Notruf über 112 ein, und zwar durch den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde, der heute mit uns auf dem Podium sitzt, wo er geschildert hat, dass es draußen zu Schießereien kommt. Das kann man auch nachhören in diesem Notruf, die aufgezeichnet werden. Um 12.04 Uhr ging dann die Meldung, die ja bei der Rettungsleitstelle eingegangen war, hier bei der Polizeiinspektion Halle, wo wir uns befinden, ein, mit der Mitteilung über den Anruf, dass in der Nähe der Synagoge auf dem jüdischen Friedhof der Stadt Halle eine Person infolge einer Schussanwendung tödlich verletzt worden sei. Das war 12.04 Uhr. 12.11 Uhr waren erste Kräfte der Polizei vor Ort. Der Tod der Person hat sich dann, das ist die zu Tode gekommene Frau, nach Überprüfung bestätigt. Um 12.11 Uhr war der Täter nicht mehr vor Ort. 12.04 Uhr Eingang hier, der Notruf. 12.11 Uhr war Polizei am Tatort. Wir können dann weiter rekonstruieren, auch das, was ich Ihnen eben erzählt habe, anhand der Helmkamera des Täters. Ich habe mir heute Morgen auch in der Lage den gesamten Film mit den entscheidenden Punkten angeguckt. Nicht schön, aber man kann anhand der Zeit auch das wiederum belegen, was hier an den Notrufen eingegangen ist. Die Rekonstruktion anhand Helmkamera des Täters
ist, nachdem er in der Synagoge oder vor der Synagoge eingetroffen war, dass nach 2,5 Minuten der Schuss auf die Frau fiel. Also nachdem er eingetroffen war, nach 2,5 Minuten der tödliche Schuss. Und Abfahrt des Täters von der Synagoge nach 7 Minuten. Er war 7 Minuten von 12 Uhr irgendwann praktisch dann in der Synagoge. Er ist dann weitergefahren in die Ludwig-Wucherer Straße zum Töner-Imbiss und hat diesen immer rekonstruiert an der Echtzeit, das Realtime-Aufzeichnung der Helmkamera nach 1 Minute 30. Das heißt, da waren 11 Minuten seit der Lage vergangen, da war er am Döner. Nach circa 45 Sekunden seit Ankunft am Döner-Imbiss wirft er einen Sprengsatz in den Döner-Imbiss und beschießt Personen. Und der Täter verbleibt 6 Minuten am eigenen Ort des Döner-Imbisses. Und wir haben dann leider den Tod einer weiteren Person in dieser Ludwig-Wucherer Straße in den Döner-Imbiss zu verzeichnen. Der Täter steigt dann in sein Fahrzeug. Dort ist dann die Polizei wiederum anwesend, versucht ihn an der Weiterfahrt und Flucht zu hindern. Es kommt zu einem Schusswechsel zwischen Täter und Polizei. Der Täter wird am Hals verletzt, Polizeibeamte bleiben unverletzt, Funkstreifenwagen beschädigt. Also Funkstreifenwagen ist bei dem Schusswechsel beschossen worden. Der Täter flieht im Anschluss vom Tatort, wird verfolgt, gerät dann kurz außer Sicht und flieht noch mit dem silberfahrenden Pkw VW. Dann geht es weiter im Tatort Queis, Ortslage Widersdorf, 13 Uhr. Gibt es eine Meldung, dass Täter auf Anwohner in Queis, Ortslage Wiesdorf, schießt. 2 verletzte Personen, auch dies ist bei Überprüfung vor Ort bestätigt worden. 13.25 Uhr, Feststellung des zurückgelassenen ersten Fluchtfahrzeuges in der Ortslage. Keine Annäherung an dieses Fahrzeug möglich, wegen des Verdachtes von Sprengstoff im Fahrzeug. Dann Aufnahme des Fluchtfahrzeuges durch unsere Kräfte, es war ein geraubtes Taxi dort vor Ort, in dem der sich der Täter befand, Richtung München. Und um 13.35 Uhr verunfallt der Täter auf der B91 in Wersch und verlässt das Fahrzeug und wird durch eingesetzte Kräfte unmittelbar festgenommen. Das heißt, nach Eintritt der Lage, nach ungefähr 1,5 Stunden, ist durch Zugriff es gelungen, den Täter festzunehmen. Nach der Festnahme wurde eine Verletzung am Hals des Täters festgestellt, die aus der von mir vorgetragenen Verletzung aus dem Schusswechsel resultiert, der sich da, nachdem er vom Dönerladen fliehen wollte, ergeben hatte. Wir haben dann eine Webcam festgestellt, die wurde sichergestellt. Anhand der Webcam, die wir ausgewertet haben, kann man das gesamte Tatgeschehen vom Anfang bis zum Ende nachvollziehen, auch von den von mir vorgetragenen Zeiten. Insgesamt gab es 25 Parallelmeldungen durch eingehende Anrufe, die 23 Ereignisorte betrafen. Das ist in solchen Lagen uns bekannt. So stellt es sich jedenfalls aus unserer Sicht auch unterlegt durch den Täter aufgezeichneten Aufnahmen dar. Soweit zum Tatablauf und das soll es von mir erstmal gewesen sein. Ja, vielen Dank, soweit ich informiert bin. Ja. Meine Damen und Herren, gestern Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. An einem solchen Tag, an Yom Kippur, unabhängig von Geschehnissen in Hallen, ist nicht unbedingt zum Feiern zumute. Es ist ein 24-stündiger Fastentag, der fast ausschließlich mit Gebet in der Synagoge begangen wird, also üblicherweise von am Tag selber. Der Tag beginnt ja am Abend, am Folgetag, also in diesem Falle dann gestern von üblicherweise 9 Uhr, ich weiß nicht, 9.30 Uhr bis zum Sonnenuntergang abends. Es gibt den Begriff der sogenannten Drei-Tage-Juden. Das sind die Juden, die nur am jüdischen Neujahrsfest und eben an Yom Kippur in die Synagoge gehen. Ich will damit zum Ausdruck bringen, der Täter hat sich sehr bewusst diesen Tag herausgesucht, denn es war ihm offensichtlich bekannt, dass es der Tag ist mit dem sicherlich stärksten personenzahlmäßig Synagogenbesuch, den er hier ganz konkret ins Auge genommen hat.
Zwei Todesopfer sind zu beklagen. Das Mitgefühl gilt den Angehörigen, die Genesungswünsche den Verletzten. Und doch muss von Glück gesprochen werden. Von einem großen Glück, dass es dem Täter nicht gelang, in die Synagoge einzudringen. Denn das hätte nicht zwei Todesopfer bedeutet, sondern ein Massaker unbeschreiblichen Ausmaßes, wie wir es in Deutschland überhaupt noch nicht erlebt haben und ich auch nie erleben möchte. Also wir hätten, davon müssen wir ausgehen, etwa 60 Todesopfer zu beklagen gehabt. Wer die Synagoge hier in Halle kennt, allein vom Räumlichen, dort sehr viele Menschen in kurzer Zeit zu ermorden, wäre mit der Ausstattung des Täters leider, muss man sagen, ein leichtes gewesen. Meine Kritik, die ich auch gestern geäußert habe, war, ist, dass die Synagoge zwar einen offensichtlich ganz guten bautechnischen Schutz hatte, der Täter hat es nicht geschafft, die Tür durch Schusswaffengebrauch zu öffnen, dass aber nicht, wie ich es von den meisten jüdischen Gemeinden in Deutschland kenne, einschließlich meiner eigenen in Würzburg, wer an diesmal Yom Kippur, aber auch sonst an jüdischen Feiertagen während Gebetszeiten eine Funkstreife vor Ort war. Eine Funkstreife kann nicht alles verhindern, nicht, dass Sie mich missverstehen. Aber eine Funkstreife hätte in dieser Situation den Täter und vielleicht von vornherein abgeschreckt, auf jeden Fall unschädlich machen können. Und ich bin davon überzeugt, zum zweiten Tatort, dem Döner-Imbiss, wäre es erst gar nicht gekommen. Jetzt hilft es aber allen und keinem mehr was, wenn wir jetzt zurückschauen und sagen, du, und das war falsch und das war fahrlässig oder nicht fahrlässig. Es geht darum, nach vorne zu schauen. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland ist durch diesen Vorfall in Halle, weit über Halle hinaus, quer durchs Bundesgebiet, in erheblichem Maße verunsichert. Und es ist mir auch wichtig zu, oder wir sagen was andersrum, wir hatten vorher ein Gespräch und in diesem Gespräch habe ich die Zusicherung des Ministerpräsidenten, des Innenministers des Landes Sachsen-Anhalt bekommen, dass ab sofort, und zwar nicht nur jetzt am Wochenende und am nächste Woche anstehenden Laubhüttenfest, sondern nachhaltig, also konsequent ein Polizeischutz für die jüdischen Einrichtungen hier in Halle, in Dessau und in Magdeburg erfolgen wird. Das ist wichtig, um auch den Menschen, die zum Gottesdienst kommen wollen, die Sicherheit und das Vertrauen zu geben, dass sie gefahrlos in ein jüdisches Gotteshaus gehen können. Und ich danke dem Bundesinnenminister, der zum Ausdruck gebracht hat, dass er dieses Anliegen auch in der nächsten Bundesinnenministerkonferenz, wo die Innenminister aller Bundesländer da sind, noch mal sehr eindeutig darlegen und fordern wird. Der Bundesinnenminister war nicht nur Minister, ja, war lange Zeit auch Ministerpräsident in Bayern und die Schutzmaßnahmen, wie wir sie in Bayern kennen, sind, glaube ich, die man tatsächlich hier erwarten muss, die nicht übertrieben sind, die aber leider notwendig sind, wenn es mir auch viel wohler wäre, wenn wir sie nicht nötig hätten. Insoweit, und ich gehe davon aus, dass aus den Vorfällen des gestrigen Tages generell gelernt wurde in Polizeibehörden, in Sicherheitsbehörden und deshalb auch der klare Hinweis, dass jüdische Menschen in Deutschland sicher sein können an diesem morgen Abend beginnenden Schabbat, am Laubhüttenfest, nächste Woche Montag und Dienstag, ohne Angst und Furcht die Synagogen in Deutschland aufsuchen zu können. Eine letzte Bemerkung noch, die nicht direkt die Innenminister betrifft und trotzdem für mich wichtig ist. Ich habe das Gefühl, dass das, was dann, und das ist das Nachtat, das Nächste, was von Seiten der Justiz getan wird oder getan werden kann, ich bin kein Jurist, nicht ausreichend ist. Im Klartext, dass bei antisemitischen Straftaten häufig Urteile ergehen, die in ihrer Milde für mich nicht nachvollziehbar sind. Oder konkret der Vorfall am Freitag in Berlin, als ein Attentäter mit einem Messer auf bewaffnete Polizeibeamten zuging, dann gefasst werden konnte und deshalb kein Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft, die Polizei hat da absolut korrekt gehandelt, von der Staatsanwaltschaft erlassen wurde, weil ein Messerangriff auf einen bewaffneten Polizeibeamten ein nicht geeigneter Mordversuch sei. Also das muss ich ehrlich sagen,
erschließt sich mir als Mediziner, ich bin kein Jurist, erschließt sich mir oder vielleicht mit logischem Menschenverstand nicht. Ich denke, hier ist die Justiz gefordert, auch in ihrer Gesetzgebung sehr klare Linien zu schaffen. Der Antisemitismusbeauftragte Dr. Klein hat vor einigen Wochen hier klarere gesetzliche und auch schärfere gesetzliche Regelungen gefordert. Ich unterstütze ihn diesbezüglich vollumfänglich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Bundesminister. Meine Damen und Herren, dieses brutale Verbrechen gestern ist eine Schande für unser ganzes Land. Weil unsere Geschichte darf so etwas in Deutschland eigentlich nicht passieren. Wir müssen leider der Wahrheit ins Gesicht blicken. Und die Wahrheit lautet schon seit längerem: Die Bedrohungslage durch Antisemitismus, durch Rechtsextremismus, durch Rechtsterrorismus in Deutschland ist sehr hoch. Die Gewaltbereitschaft in diesem Bereich ist sehr hoch. Die Waffenaffinität ist sehr hoch. Und ich habe das in den letzten Monaten, insbesondere vor der Bundespressekonferenz, immer wieder betont, dass dies neben dem islamistischen Terrorismus die zentrale Herausforderung für unser Land ist. Darauf muss reagiert werden, und zwar noch stärker als in der Vergangenheit. Natürlich müssen Synagogen und jüdische Einrichtungen hier besser geschützt werden. Da danke ich auch für die Zusage heute, Herr Ministerpräsident und Herr Innenminister, dass dies ab sofort geschieht. Ich möchte noch hinzufügen, dass wir in diesem Gespräch ja vereinbart haben, dies soll nachhaltig sein. Das heißt, übersetzt jetzt nicht nur als Reaktion, sondern eben dauerhaft. Und es muss so gestaltet werden, dass Sicherheitsmaßnahmen für andere Bereiche deshalb nicht zurückgefahren werden. Das heißt, es muss zusätzlich geschehen. Denn man könnte es nicht vertreten, wenn die Verstärkung der Sicherheit in einem Bereich zulasten der Sicherheit in einem anderen Bereich geht. Das war auch der ausdrückliche Wunsch, Herr Schuster, von euch, weil sonst kriegen wir eine nicht ganz einfache Diskussion in der Bevölkerung. Ich habe morgen bereits eingeladen, alle Sicherheitsbehörden, einschließlich der beiden Koalitionsfraktionen, dass wir auch nochmal eine Bestandsaufnahme machen, uns gemeinsam überlegen, wo können wir noch und müssen wir Sicherheitsmaßnahmen auch vom Bund her verstärken, sei es durch Personal, sei es durch sächliche Ausstattung, sei es durch gesetzliche Grundlagen. Und nächsten Freitag, lieber Holger Stahlknecht, werden wir uns ja treffen in Berlin. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz hat heute in Abstimmung mit mir dazu eingeladen, dass auch die Innenminister aller Bundesländer gemeinsam mit dem Bundesinnenminister diese Herausforderung besprechen und überlegen, was können wir noch zusätzlich tun. Das sind wir euch schuldig, das sind wir auch den Opfern schuldig. Nachdem ich heute erfahren habe, dass 8 Tage später diese Ministerpräsidentenkonferenz in Bayern sein wird, kann ich mir vorstellen, dass wir auch einige Punkte zusammenstellen, die nur auf der Ebene der Ministerpräsidenten entschieden werden kann. Wir müssen vor allem angehen, die Hassparolen und das, was im Internet abläuft. Hass ist immer ein Vorlauf für tatsächliche Gewalt. Und ich muss Ihnen sagen, ich persönlich habe noch nie erlebt in meiner langen politischen Tätigkeit eines halben Jahrhunderts, dass nach einem Mord an Herrn Lübcke über eine so lange Zeit ununterbrochen und mit erheblicher Zahl ein Opfer verhöhnt wird und der Täter hofiert wird, gelobt wird.
Ich habe es damals als Sittenverfall in unserem Lande bezeichnet. Aber nachdem Worte nicht immer reichen, das wissen wir, bin ich gemeinsam mit der Bundesjustizministerin schon seit einigen Tagen dabei, wie wir strafrechtlich relevante Hassäußerungen im Internet verfolgen. Vor allem dann, wenn sie einen Straftatbestand darstellen. Einschließlich der Preisgabe der IP-Nummer. Und das ist dann ein Lackmustest für uns alle, ob wir als Rechtsstaat in der Lage sind, uns mit Biss zu wehren gegen die Gegner des Rechtsstaats, das sind ja Systemgegner, die hier unterwegs sind, oder ob wir in der Lage sind, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu verteidigen. Da geht es nicht um die Einschränkung von Bürgerrechten, sondern um die Bekämpfung von Verbrechen. Und auf diesem Weg wird uns auch niemand aufhalten. Und der muss wesentlich konsequenter angegangen werden. Wir werden, was den Bund betrifft, das ist jetzt nicht ganz neu, muss aber hier nochmal erwähnt werden, die Sicherheitsbehörden massiv aufstocken. Wir werden beim Bundesamt für Verfassungsschutz und beim Bundeskriminalamt mit einigen hundert Personen zusätzlich. Auch hier gilt, man kann nicht Personen aus der Bekämpfung des islamistischen Terrors abziehen, um sie für die Bekämpfung des Rechtsterrors einzusetzen. Wir brauchen beides. Wir brauchen also einige hundert zusätzliche Planstellen. Ich denke, die werden wir in den Haushaltsberatungen, die gerade laufen und im November abgeschlossen werden, bekommen. Und wir wollen der Bekämpfung des Rechtsextremismus, der Hassparolen und des Terrorismus die gleichen Organisationseinheiten errichten wie bei der Bekämpfung des islamistischen Terrors. Das ist ganz, ganz wichtig, denn alleine die Überwachung des Internets, die Verfolgung von Straftaten im Internet ist eine sehr, sehr personalintensive Sache. Da kann man einiges automatisieren. Aber, meine Damen und Herren, am wirksamsten bleibt immer noch der Mensch bei der Bekämpfung der Kriminalität, des Verbrechens, des Terrors. Und ich begrüße auch sehr, das freut mich, lieber Herr Ministerpräsident, wir müssen auch erreichen, dass die Demokraten aufstehen. Deshalb ist es heute gut, was ihr am Marktplatz macht. Und auch hier müssen wir dazu beitragen, dass dies nicht für den Augenblick Maßnahmen sind, sondern dass dies eine dauerhafte Welle wird. Die Bundesrepublik Deutschland hat einen Schwur gegenüber der ganzen Welt abgegeben. Nie wieder. Und gerade in solchen Stunden fühlen wir uns diesem Schwur tief verpflichtet. Und Herr Schuster, ich möchte Ihnen sagen, diese Bundesregierung wird alles tun, dass die Juden in unserem Lande ohne Bedrohung, ohne Angst leben können. Sie haben mich erlebt in Bayern. Und da ist ganz wichtig, dass wir all den Dingen, die wir heute besprechen, die ihr besprecht, die wir weiter besprechen, dass diesen Gesprächen und Worten auch dann die ganz praktischen Taten folgen. Das schafft Vertrauen und wird auch diesem Schwur gerecht. Nie wieder. Ja, herzlichen Dank. Dann bitte ich bei der jetzt anstehenden Fragerunde netterweise um Herrn Dr. Medium natürlich in die Mitteilung, wen Sie fragen wollen. So, bitte schön. Albrecht von der Deutschen Presseagentur. Herr Seehofer, Ihre Parteikollegen haben der AfD eine indirekte Mitschuld gegeben. Wenn ich Herrn Stahlknecht richtig verstehe, dass Sie auch eher nur die AfD gemeint haben mit der geistigen Brandstiftung. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie den Anteil der AfD an dieser Tat? Was die geistige Brandstiftung betrifft, sehe ich das genauso wie die von Ihnen zitierten Parteifreunde und wie Holger Stahlknecht. Neben der AfD. Danke.
Ja, Sie haben mir die Frage sehr präzise gestellt, also konnte es nur eine Antwort auf Ihre präzise Frage sein. Das gilt nicht für alle, aber wenn ich so einige Reden mir anhöre, vor allem auch Veröffentlichungen, kann man im Ernst nicht bestreiten, dass bei einigen auch die geistige Brandstiftung stattfindet. Sie werden vielleicht wissen, dass ich zu den treibenden Kräften gehörte, gemeinsam mit Rainer Haselhoff, der bei einer anderen Partei, nämlich der NPD, das Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht betrieben habe. Und wenn man die Beweismaterialien liest, die wir im Bundesverfassungsgericht eingereicht haben, dann kann man sich nur wundern, dass das Verbot tatsächlich nicht stattgefunden hat. Aber wir haben einen Erfolg erreicht, nämlich dass die Finanzierung der NPD zurückgefahren werden kann. Ein solcher Antrag liegt ja zurzeit beim Bundesverfassungsgericht. Nur, dass Sie meine innere Einstellung kennen. Also Joachim Herrmann, was der gesagt hat, was Holger Stallknecht gesagt hat, dem stimme ich zu. Vielen Dank. Ich möchte jetzt sagen, schon mal gesagt, Minister Lajon, Herr Bundesinnenminister und Herr Dr. Schuster, es gab heute Aufrufe aus Israel, die deutschen Juden in Deutschland zu verlassen und nicht Israel zu ignorieren, weil ihre Sicherheit nicht mehr da ist. Wie reagieren Sie darauf? Und können Sie mir denn etwas sagen, wie wird die Identität der Dann darf ich vielleicht auf den ersten Teil antworten und der Innenminister auf den zweiten Teil. Ja, also der Aufruf. Wir hatten einen ähnlichen Aufruf schon einmal in früheren Zeiten. Man muss nun leider sagen, dass terroristische Aktivitäten, der Generalbundesanwalt selber spricht im konkreten Fall von einem terroristischen Anschlag, leider inzwischen überall auf der Welt nicht verhinderbar nicht, aber überall auf der Welt stattgefunden haben. Hier ist es nicht das erste Mal, dass irgendetwas ausgerechnet jetzt in Deutschland passiert. Ich erinnere an Pittsburgh, ich erinnere an Christchurch, ich erinnere an Gravik in Norwegen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Also insoweit sehe ich gerade unter Berücksichtigung dessen, was die Sicherheitsbehörden in Deutschland leisten, wenn auch es hier offensichtlich noch Defizite gegeben hat, die aber auch, und da bin ich mir sicher, jetzt geschlossen werden, in keiner Weise einen solchen Aufruf als sinnvoll. Denn über etwas müssen wir uns im Klaren sein. Rechtsextremismus in der Form mit Terror, da gebe ich Ihnen recht, Herr Beck, erlebe ich nicht in Israel. Ob ich aber sorgenfrei vor terroristischen Anschlägen in Israel leben kann, das unterschreibe ich jetzt nicht. Für Sachsen-Anhalt möchte ich noch mal zwischenschieben. Wir wollen nicht umsonst zwei neue Synagogen bauen, weil wir jüdisches Leben nicht nur erhalten wollen, sondern entwickeln und aufwachsen sehen wollen. Wir kämpfen darum, dass jüdisches Leben hier ganz intensiv möglich ist. Und dafür wollen wir uns auch einsetzen. Ich habe nicht umsonst von einer Schande für unser Land gesprochen. So etwas spricht man ja als Bundesinnenminister nicht leichtfertig aus. Es ist deshalb so, weil die ganze Welt auf uns schaut. Und der Generalsekretär des Jüdischen Weltkongresses mir heute gesagt hat, so etwas dürfte eigentlich in Deutschland nicht passieren. Und ich stimme ihm zu. Ich würde aber auch nicht den Schluss daraus ziehen, dass jetzt jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger das Land verlassen sollen. Sondern der Schluss für uns als Politiker und für uns als Volk muss sein, die Konsequenzen zu ziehen, die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken, die Bildung, auch in der Bildungspolitik die Grundlagen zu legen, dass man mit dem Judentum richtig umgeht, über die Geschichte richtig umgeht, über den Holocaust richtig informiert, auch in der Jugend. Also die Antwort muss eine des Dialogs, der Reaktion des Rechtsstaats sein und nicht die Flucht, dann hätten nämlich die Täter genau das erreicht, was sie eigentlich erreichen wollen. Ja, vielen Dank. Herr Mayer, Herr Bulte, bitte ich noch zwei Fragen an Herrn Steinknecht. Ganz kurz, warum war die Synagoge bisher nicht geschützt und warum gelang es dem Täter, die Stadt noch zu verlassen, obwohl die Polizei bereits nicht Kontakt hat?
Also es ist so gewesen, dass die Synagoge sehr wohl unter einer Schutzmaßnahme stand, und zwar Schutzmaßnahme 6, das ist eine sogenannte unregelmäßige Bestreifung. Also es gab, sie war eingebunden in das Sicherheitskonzept, und es gab eine Gefährdungsbeurteilung des Bundeskriminalamtes im Phänomenbereich politisch motivierte Kriminalität rechts. Es gab dort keine Hinweise auf potenzielle Tötungsdelikte mit antisemitischem Hintergrund. Trotz dieser Gefährdungsanalyse haben wir Schutzmaßnahme 6 gemacht. Und man muss immer wissen, dass es in den letzten 5 Jahren keine antisemitischen Gewaltdelikte mit Bezug zu der Synagoge in Halle gab. Und dass wir auch eine sehr geringe Anzahl von Delikten haben, die antisemitisch sind. Und wir haben das heute Morgen besprochen. Das zeigt uns, dass eine Gefährdungslage, die ein Bundeskriminalamt erstellt, ein Landeskriminalamt erstellt. In einer Zeit, wo Menschen anfangen, sich zu radikalisieren, nur bedingt noch tauglich ist in solchen Fällen. Und das ist das, was wir aus dem Anschlag von gestern gelernt haben. Auch das gehört dazu. Von der Beurteilung und den daraus folgenden Maßnahmen hat die Polizei das getan, was sie aufgrund der Gefährdungsanalyse tun musste, nämlich eine unregelmäßige Bestreifung. Das ist die Situation, in der wir leben. Und ich habe immer im Vorfeld schon gesagt, in vielen Vorträgen, es gibt 2 denkbare Anschlagsszenarien. Das eine ist ein länger geplanter von mehreren Tätern an mehreren Ereignisorten. Man denke an Paris. Da bestehen immer noch begründete Hoffnungen, dass gute Nachrichtendienste sowas im Vorfeld frühzeitig erkennen. Bei den Tätern, die sich alleine radikalisieren, ist das schon wesentlich schwieriger. Und wenn einem dann etwas in eine solche Gefährdungslage hineinplatzt, dann können Sie die Gefährdungsanalyse, die im Bundeskriminalamt oder Landeskriminalamt gemacht hat, zum Akten legen. Umgekehrt, das ist alles richtig. Auch jetzt die Zusage, dass man jetzt das steht. Da Polizeibeamte stationiert, das gab es ja. Umgekehrt sieht man, warum wir jetzt weiter überlegen müssen, bauliche Schutzmaßnahmen. Man hat ja gestern gesehen, dass die bauliche Schutzmaßnahme an der Tür sehr wohl eine Erhöhung der Sicherheit bedeutet hat. Zusätzliche Schutzmaßnahmen bedeuten auch einen zusätzlichen Mehrwert bei der Sicherheitswirkung. Und deshalb glaube ich, das, was wir heute besprochen haben, dass eine Konsequenz sein muss, Sicherheitsmaßnahmen, bauliche Sicherheitsmaßnahmen neben der Stationierung der Polizei notwendig sind. Und das wollen wir auch dem Ministerpräsidenten präsentieren. Da müssen wir ja gemeinsam Bund und Länder, können wir nicht sagen, der ist zuständig und so weiter. Es macht Sinn, solche baulichen Schutzmaßnahmen zu machen, sonst wäre ja die Ursprungsidee des Täters, die ja offenkundig war, er wollte ein Blutbad anrichten. Und zwar mit antisemitischem Motivation. Sonst wäre das schrecklicherweise möglicherweise aufgegangen. Die zweite Frage ist noch offen. Die zweite Frage ist noch offen, die beantwortet Herr Schwan. Es gab im Bereich der Ludwig-Wucherer-Straße, nachdem der Täter dort eine weitere männliche Person getötet hat und den Dönerimbiss wieder verlassen hat, einen Schusswechsel mit den eingesetzten Polizeibeamten. Infolge des Schusswechsels wurde der Täter nach bisherigen Erkenntnissen auch im Bereich des Halses verletzt, konnte jedoch erneut in sein Auto steigen und den dortigen Ereignisort verlassen. Er ist in eine unmittelbar in der Nähe befindliche Seitenstraße gefahren mit hoher Geschwindigkeit. Und die eingesetzten Polizeibeamten, die ihm nacheilten, haben dann dadurch den Sichtkontakt verloren. Sodass er ohne Sichtkontakt dieser dort eingesetzten Polizeibeamten durch die Stadthalle weitergeflüchtet ist und dann auch die Stadthalle verlassen hat in Richtung Saalekreis, in Richtung der Ortslage Queis. Und im Zuge der umfangreich durchgeführten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen und aufgrund von Hinweisen von Zeugen konnte er dann jedoch wieder aufgenommen werden und verfolgt werden über die Bundesautobahn 9 und die Bundesstraße 91, sodass dann letztlich
wie ja Innenminister Schleicknecht gesagt hat, im Bereich des Burgenlandkreises die Festnahme des Tatverdächtigen gelingen konnte. Ja, vielen Dank, Sie beide. Angesprochen worden, bitte schön. Entschuldigung, kann der hier drüben auch mal? Ja, ja, ich versuche zwei Fragen. Ich gucke auf die Regel von Handyfrau, zwei Fragen an Herrn Schleicknecht. Wann wurden die Spezialeinsatzkräfte alarmiert und hinzugezogen? Zweitens, stimmt es, dass beim Notruf erstmal der Eingang von der Polizei erfragt werden musste, wo denn die Synagoge genau sei? Zu der zweiten Frage ist es so, dass man den eingehenden Notruf aufgezeichnet hat und selbstverständlich fragt derjenige, ist ja nicht bei der Polizei eingegangen, sondern in der Leitstelle, wo Brände eingehen, sind immer die berühmten W-Fragen. Wo, wer, was ist passiert? Und es ist völlig normal, dass derjenige fragt, wo es ist. Und wenn man sich die Sentenz anhört, merkt man völlig verständlich auch eine Betroffenheit des Anrufers, sodass ich völliges Verständnis habe, dass derjenige, so wie ich das gehört habe, da auch nochmal nachgefragt hat. Zwar aber nicht hier in der Polizei, sondern eben in der Leitstelle. Das, glaube ich, erklärt das. Und das erklärt auch, wenn wir von 7 Minuten reden bis zum Eintreffen, dass für Menschen, die sich in Angst und Todesangst befinden, 7 Minuten gefühlte 7 Wochen sind. Auch das gehört dazu. Die zweite Frage, wann welche Kräfte angefordert würden, würde ich gerne... Also wie das in solchen polizeilichen Lagen notwendig und üblich ist, werden die Spezialeinsatzkräfte sofort angefordert. Gestern war es so, dass 12.15 Uhr die Anforderung der Spezialkräfte über das Innenministerium des Landes Sachsen-Anhalt erfolgte. Herr Seehofer, eine Frage. Sie haben gesagt, gegen Rechtsextremismus muss sehr konsequenter vorgegangen werden als bisher. Mit dieser Kritik auch an Ihre eigene Adresse, haben Sie vielleicht in den letzten anderthalb Jahren zu viel über Migration, zu wenig über rechte Gefahren gesprochen? Und welche Rolle hat da der Verfassungsschutz gespielt und Herr Maaßen? Nachdem Sie mir die Frage in Berlin schon mehrmals gestellt haben, kennen Sie die Antwort. Sie kennen die Antwort. Sie haben sie ja vor der Bundespressekonferenz mehrfach gestellt, die Frage. Es ist doch immer so, wenn man nach den Kontakten mit den Ländern, mit unseren eigenen Sicherheitsbehörden zu einer neuen Beurteilung der Sicherheitslage kommt, ist dies ein Anlass, auch die Sicherheitskonsequenzen zu ändern. Und Sie sind ja selbst Augen- und Ohrenzeuge geworden, dass wir einige Sicherheitsberichte den Medien vorgestellt haben, wo ich bei dem einen gesagt habe, bei der Bedrohung durch den Antisemitismus müssen wir wörtlich sehr, 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 ich habe das 3-mal gesagt, aufmerksam sein. Und seit einigen Monaten sage ich auch, aufgrund dieser Erkenntnislage, die wir haben, dass die Bedrohungslage durch den Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus in Deutschland hoch ist. Das heißt, dass man eigentlich immer mit einem Anschlag rechnen muss. Das ist die Übersetzung dieses Begriffs. Und daraufhin sind auch die Sicherheitsbehörden eingestellt. Und was den Bund betrifft, muss das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz personell, ich sagte es vorhin, nochmal massiv aufgestockt werden, damit wir den Rechtsterrorismus genauso bekämpfen können wie den islamistischen Terrorismus. Da gehört jetzt vieles dazu, auch eine Zentralstelle für die Bevölkerung, wo sie sich anonym melden kann, auch die Durchleuchtung des öffentlichen Dienstes, Stichwort Paris, wo ja selbst in der Polizeipräfektur ein schrecklicher Anschlag passiert ist. Ich kann nur sagen, da müssen Sie uns auch helfen, höchste Aufmerksamkeit und stärkste Konsequenz. Ich sage immer, mit aller Härte muss hier der Staat mit den rechtsstaatlichen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, gegen diese Erscheinungen unserer Zeit vorgehen. Das sind Entwicklungen, die sich über einige Jahre so ergeben haben. Und das ist schon besorgniserregend.
Vielleicht noch eine kurze Ergänzung von meiner Seite, weil der israelische Botschafter vorhin auch noch mal Hinweise gegeben hat in unseren Arbeitsgesprächen. Die Selbstradikalisierung von Personen, die scheinbar unter dem Radar, wie der Innenminister sagt, in einem Land unterwegs sind, zu identifizieren, ist ein ganz schweres und schwieriges Problem. Da muss eine gesamte Gesellschaft sensibilisiert sein, aber wir brauchen auch Methodiken und Erfahrungen, die vielleicht andere gesammelt haben, in unser System hinein verpflanzt. Und wir werden da auch auf der Fachebene, auch mit Israel gemeinsam, das sage ich ganz bewusst, auch solche Dinge, wo man dort schon viele Jahrzehnte Erfahrung hat, auch versuchen, bei uns mit fachlich zugänglich zu machen. Auf der anderen Seite können Sie alle dafür sorgen, dass es eine gesellschaftliche Sensibilisierung für den Fakt gibt, dass ja 12.000 gewaltbereite Rechtsextremisten im Lande bekannt sind. Wir kennen sie ja in der Bundesrepublik. Das heißt, es ist kein Erkenntnis- oder Analyseproblem, sondern wir haben ein Problem, wie wir den Rechtsstaat fortentwickeln, wenn wir uns dieser Situation und dass der gestrige Tag mir in den Knochen hängt, das können Sie noch in Wochen und Monaten bei mir wahrscheinlich nachfragen und in Jahren bis zu meinem Lebensende, dann müssen wir auch ein Reaktionsschema entwickeln. So wie bisher kommen wir da nicht weiter. Das kann nur Sachsen-Anhalt beantworten. Wir sind zwar ständig informiert worden, da läuft die Zusammenarbeit sehr gut, aber die Ermittlungen selbst sind hier vor Ort geführt. Also nachdem kann dann noch ergänzt werden, ein zweiter Beschuldigter ist uns nicht bekannt. Ja, wir gehen davon aus, dass es ein Einzeltäter war. Immer im juristischen Sinne. Natürlich ist das Gesamte eingebettet in irgendwelche in irgendwelche sozialen Netzwerkverbindungen, aber theoretisch ist jetzt für diese Beantwortung auch das Bundeskriminalamt zuständig, weil die führen. Aber ich kann Ihnen sagen, nach unseren Erkenntnissen seit gestern Abend, wir haben das ja sozusagen im Ausschlussverfahren gemacht, deshalb so lange auch gemeinsam mit der Stadt die Sicherheitsmaßnahmen hochgehalten, ist es die Tat eines Einzelnen. Das Bundeskriminalamt ist ja vom Generalbundesanwalt mit den Ermittlungen beauftragt worden. So sieht jetzt die Gesetzeslage vor. Was Herr Kollege Stahlknecht gerade gesagt hat, ist auch die Erkenntnis des Bundeskriminalamtes. Aber jetzt muss man darauf hinweisen, die Tatausführung, was jetzt ermittelt werden muss, inwieweit ein solcher Täter in welches Umfeld eingebettet war, in welche Netzwerke möglicherweise. Das ist nicht ganz einfach, aber wenn jemand in dem Umfang Sprengmittel besorgt, Waffen besitzt, muss man auch dieses Feld ausleuchten, mit wem er Kontakt hatte, wie er sich das beschafft hat und so weiter. Das muss man sauber unterscheiden von der Tatausführung. Also es kann, darum ist das auch für uns wichtig, genauso wie es für das Land Sachsen-Anhalt, in welcher Form war der eingebunden? Mit wem und hätte man etwas erkennen können mit bestimmten Methoden. Wir haben 24.000 Rechtsextremisten in Deutschland, die wir kennen. Davon ist die Hälfte, wie der Ministerpräsident gesagt hat, nach unserer Einschätzung potenziell gewaltbereit. Das ist schon eine Größenordnung. Und viele von denen, die kennen sich nicht einmal. Die sind in einem lockeren Kontakt über das Internet, aber persönlich kennen sie sich nicht. Und das macht das Ganze für die Verfolgung, was tun die jeden Tag und mit wem nehmen sie Kontakt auf, unheimlich schwer. Trotzdem darf man vor der Aufgabe nicht resignieren. Wir haben hier eine gewaltige neue Herausforderung, wie wir auch im Internet diesen Dingen begegnen. Wir haben im Internet als Sicherheitsbehörden nicht die gleichen Möglichkeiten rechtlich, wie wir sie im analogen Bereich haben. Und deshalb wird es eine ganz spannende Aufgabe werden, eine wichtige Aufgabe.
Wie können wir die Sicherheitsbehörden, insbesondere Polizei, Verfassungsschutz und Kriminalamt in die Lage versetzen? Du hast das Darknet angesprochen. Also mir hat mal der Polizeipräsident in München das vorgeführt, was sie zu welchem Preis im Darknet sich beschaffen können. Für schwerste Kapitalverbrechen. Und da können wir nicht die Augen verschließen. Wenn ich da nur eine Andeutung mache in Berlin, wir müssen da die rechtlichen Möglichkeiten verändern für die Sicherheitsbehörden, heißt es sofort, der will die Bürgerrechte beschneiden. Wir wollen die Verbrechen bekämpfen, und zwar schwerste Verbrechen sind das, wie gestern. Und je mehr wir präventiv davon verhindern können, durch die Beobachtung der Szene, desto besser ist es für unser Land. Und diese Diskussion müssen wir jetzt verschärft führen, die nächsten Wochen. Das ist nicht Einschränkung der Bürgerrechte, da merken Sie gar nichts davon. Auch nicht der Journalisten, sondern wir wollen die Verbrechen bekämpfen. Die dürfen auch Fragen stellen, genau. Herr Schütze, New York Times. Ich wollte nur fragen, kann man ganz sicher sagen, dass man vorgestern von dem Täter Stefan B., diesem Tatverdächtigen, nichts gewusst hat? Ist er nie aufgefallen? Kann man das jetzt ja. Ja, Stand jetzt ja. Das ist wichtig. Stand jetzt. Stand jetzt ja. Stand jetzt, er war nicht nachrichtendienstlich in Erscheinung getreten und stand jetzt auch staatsschutzmäßig auch nicht. Und es gab auch, glaube ich, keine Ermittlungsverfahren gegen ihn. So, danke. Ihnen wird man von Ihnen abstellen. Sie haben jetzt viel über Prävention gesprochen. Die Frage wäre, was tun Sie eigentlich, um die Budgetabschmelzung vielleicht nochmal zu korrigieren, die jetzt zum Beispiel Exit, das Programm für Aussteiger von Rechtsextremisten, betrifft, aber auch die Antonio Amadeo Stiftung, von dort sind jetzt zuletzt Kritik gekommen, dass statt 400 Modellprojekten künftig nur noch 100 Modellprojekte finanziert werden können. Sie meinen Bund? Ja. Ich habe gestern gelesen, dass der Bundesfinanzminister die Programme verlängert. Ich habe das aber nur gelesen, denn das läuft in einem anderen Ministerium, wie Sie wissen. Und das hat mich gefreut, denn natürlich gehört die Prävention da mit dazu. Wir haben heute sehr viel, der Gemeindevorsteher hat sehr die Bildung ins Gespräch gebracht. Das ist doch, sagen wir mal, das Fundament, Bildung, Schulung, Dialoge, werben für unsere demokratische Verfassung, für unsere freiheitliche Ordnung. Das alles ist das Fundament. Trotzdem werden Sie immer wieder die Gefahr haben, dass Menschen jenseits der Spur unterwegs sind. Und deshalb brauchen wir auch repressive Mittel. Aber ich stimme Ihnen zu, beides muss zusammenkommen. Das eine darf man gegen das andere nicht ausspielen. Ich habe nur gelesen, wir werden ja nächste Woche treffen, dass der Finanzminister die gegenüber den ursprünglichen Plänen das Programm oder die Programme verlängert. Guten Tag, Uschu, EPD. Ich würde gerne noch auf das Thema Schutz jüdischer Einrichtungen kommen. Herr Schuster, Sie haben gesagt, in Bayern ist das so, wie Sie es sich vorstellen würden. Können Sie mal konkret sagen, was das bedeutet und in wie vielen Bundesländern es nicht läuft? Und die andere Frage dazu an den Bundesinnenminister, wenn Herr Steiknecht es lag an der Gefährdungseinschätzung des BKH, warum muss man denn auf IMK- und MPK-Ebene darüber reden, warum ist das dann nicht einfacher zu regeln, indem man einfach diese Gefährdungslage jetzt ändert? Und die zweite Frage, die ich habe, was können Sie denn zur Identität der Opfer sagen, nachdem wir viel zum Täter gehört haben? Ich würde nur mal einen, vielleicht am Anfang einen Satz, wenn Sie gestatten. Bitte. Gefährdungslagen sollte man durch Spezialisten erstellen lassen und nicht durch politische Willensbekundung. Um Gottes Willen, wenn es anders ist. Dabei würde ich auch ganz gerne bleiben wollen. Das gilt sicherlich auch für meinen Freund Horst, der das wahrscheinlich genauso sieht. Total. Und wir können dann immer entscheiden, ob wir etwas anderes als Mittel einsetzen, als die Gefährdungslage vorgibt. Das ist dann eine politische Entscheidung. Aber wir werden mit Sicherheit nicht anfangen, den Fachleuten vorzuschreiben, wie Gefährdungslagen auszusehen haben. Sie kennen doch alle die Listen, die jetzt unterwegs waren. Tausenderliste, Zehntausenderliste, wo Personen aufgelistet sind, die man mit solchen Listen einschüchtern will, bedrohen will. Da bleibt uns doch nur die Möglichkeit,
dass wir das Bundeskriminalamt bitten, eine Sicherheitsbeurteilung zu machen. Das kann doch niemals ein Politiker machen. Und das hat das Bundeskriminalamt auch getan, auch die Landesverfassungsschutzämter. Und dann wird den Betroffenen die Einschätzung mitgeteilt. Ich warne ausdrücklich dafür, dass wir Politiker beauftragen, Sicherheitseinschätzungen von Objekten oder Personen vorzunehmen. Zur Frage, was in Bayern? In Bayern ist es so, dass in den 13 jüdischen Gemeinden, die es in Bayern gibt, es Standard ist, dass zu Gottesdienstzeiten und bei Veranstaltungen eine Polizeistreife vor Ort ist. Es gibt auch Einrichtungen, insbesondere in München, die auch eine 24-Stunden-Polizeiposten haben. Plus bauliche Maßnahmen, wobei da muss ich jetzt neidvoll, aber ganz klar sagen, die Kamera, das Kamerabild, das ich vorhin in der Synagoge in Halle gesehen habe, ist deutlich besser wie das, das wir in Würzburg haben. Also es ist nicht so, dass man hier nichts getan hat. Also hier technisch hat mir das sehr gut gefallen. Personell gibt es, glaube ich, Verbesserungsbedarf, aber das Thema haben wir, glaube ich, für die Zukunft einvernehmlich und nachhaltig gelöst. Ich gucke mal ein bisschen auf die Opfer. Die Opfer. Frau Bergmann. Ja, zu den Opfern können wir Folgendes derzeit feststellen. Die Geschädigte, die vor der Synagoge auf diese brutale Art und Weise erschossen wurde, ist eine 40-jährige Frau aus Halle, deutscher Staatsangehörigkeit. Der Geschädigte, der im Dönerimbiss erschossen wurde, ist ein 20 Jahre alter Mann aus Merseburg. Die Geschädigten, die in Queis verletzt wurden durch den Täter, durch die Schusswaffen, sind 40- und 41-jährige Deutsche, Mann und Frau. Also in Bayern habe ich, ob die Gemeinde jetzt groß oder klein ist, die kleinste jüdische Gemeinde in Bayern ist in Amberg mit knapp 200 Mitgliedern, bis München mehrere tausend, 8.000, 9.000 Mitglieder, ist es gang und gäbe zu Gebetszeiten und bei Veranstaltungen ist eine Streife vor Ort. Insoweit halte ich das tatsächlich auch für sinnvoll und auch notwendig, für alle jüdische Gemeinden in Bayern. Ich rede jetzt nicht von einer 24-Stunden-Überwachung, aber von einer dann, wenn Veranstaltungen, Gottesdienste sind, ja. So werden wir es machen. Wir machen es schon. Jetzt. So, Frage beantwortet. Wir haben noch das war der Kollege. Ron Ehagen, mein Name von Bayern. Herr Steiter, Sie haben den Tathergang geschildert. Weil es dazu diverse sehr kalumnige Schilderungen gibt, was genau in Widersdorf passiert ist, in welcher Reihenfolge und wie die Festnahme dann stattgefunden hat. Das ist vielleicht auch von Herrn Schwanow auf eine Faktenbasis stellen können. Also zu dem Handeln des Täters in Widersdorf können wir bislang sagen, dass er Schüsse auf die unbeteiligten Personen abgegeben hat und diese dabei schwer, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich verletzt hat. Darüber hinaus hat er das weitere Fluchtfahrzeug, also das Taxi, was dort im Bereich einer Werkstatt sich befunden hat, erpresst, unter Vorhalt von einer Schusswaffe. Und alles andere ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen dort im Bereich Widersdorf. Die Festnahme ist so abgelaufen, dass es im Bereich der Bundesstraße 91, das ist dort ein Baustellenbereich, dort kam es zu einem Verkehrsunfall des Fahrzeugs des Täters mit einem LKW. Dadurch konnte der Täter nicht mehr weiterfahren und die Polizeibeamten, die ihn verfolgt haben, konnten ihn dann in diesem Bereich auch vorläufig festnehmen. Kurze Nachfrage, waren diese Personen, die das auch miteinander verbunden? Und zweite Nachfrage,
Nachfrage. Ist der Unfall selbst verschuldet gewesen oder kann man schon nicht sagen, in einer Art und Weise probieren? Die zur ersten Frage kann ich Ihnen, muss ich Ihnen sagen, dass das noch Gegenstand der Ermittlungen ist. Und zur zweiten Frage kann ich Ihnen sagen, dass ich nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht davon ausgehen kann, dass der Unfall durch Polizeibeamte in irgendeiner Art und Weise herbeigeführt worden ist. Vielen Dank. Der Trubeschrank, die Kovac. Frau Bergmann, bitte mal ein Detail mehr Licht auf das erste Mordopfer. Gibt die Filmsequenz her, auf welche Art und Weise diese Frau zum Opfer geworden ist, ausgewählt wurde? Wir sind ja noch in den laufenden Ermittlungen und wir haben das dargestellt, was wir derzeit darstellen können. Und im Weiteren würde ich den Film, der auch Gegenstand des Ermittlungsverfahrens dann sein wird, nicht kommentieren wollen. Okay, dann muss ich nochmal Jan Netzold, Bild-Zeitung Sachsen-Anhalt. Eine Frage zu dem Schusswechsel Ludwig-Wucher-Straße. Wie war die Bewaffnung der Kollegen und wurde der Tatverdächtige tatsächlich von einer Polizeikugel getroffen am Hals? Nach meinem jetzigen Kenntnisstand war es so, dass ein Polizeibeamter mit einer Maschinenpistole 5 zurück, also den Schuss, die Schussabgabe des Täters erwidert hat, zurückgeschossen hat und den Täter dabei auch am Hals verletzt hat. So, ich muss sagen, wir müssen so langsam zum Ende kommen und hier eine letzte Frage vielleicht noch, ja, wenn wir uns so einigen könnten. Frau Hamann, die TA, wir würden ganz gerne noch wissen, was Sie dazu wissen, wo die Waffen herkamen und der Sprengstoff. Das ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen, die unter anderem durchs, im Übrigen durchs Bundeskriminalamt geführt werden und da würde ich bitten, dass wir jetzt die Ermittlungen zuwarten. So, vielen Dank. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und ich glaube, die Fragerunde war relativ ausführlich. Ich bitte auch um Verständnis wegen der Antrittstermin, dass wir sie auch nochmal beenden müssen. Dankeschön. Für die Anhänger, das habe ich schon mal. Ja, das reicht.